Hallo ihr Lieben, hier ist der Marc von Opel Props. Heute beim Charity-Event hier in Ludwigsburg für dieses Yu-Gi-Oh! Weihnachtsspecial. Jetzt gehe ich gerade mal rein. Die Spieler hier sind natürlich fleißig am Gamen. Guckt es euch an. Ja, heute stark über 20 Teilnehmer spielen hier im Charity-Event um die beliebten Preise. Und die Spieler, das läuft so ab, praktisch eine Lebensmitteldose mitbringen. Und die Lebensmitteldose ist sozusagen das Leben. Das heißt, wenn Sie eine Dose verlieren, müssen Sie die abgeben. Und der Gewinner von den Dosen kann am Ende des Turniers dann die bei mir gegen Boosterpreise tauschen. Und diese Dosen werden dann von mir an die Lebenshilfe in Ludwigsburg gespendet. Das ist eine wohltätige Charity-Organisation, die sich um behinderte Menschen kümmert. Und denen kommt es dann richtig zugute. Und bei so vielen Spielern haben wir dann natürlich dann reichlich, was wir spenden können. Und jetzt interviewen wir doch gerade mal hier direkt einen Spieler. Guck mal, wer bist du denn? Hi, servus. Bin der Yusuf. Ich habe gerade gespielt, das war jetzt die zweite Runde. Und hat es dir Spaß gemacht? Auf jeden Fall. Ja. Macht auf jeden Fall Spaß. Auch immer wieder auch hier natürlich, wenn man noch hier da ist, auch mal neue Leute auch mal kennenzulernen. Das ist so ein Hobby, ne? Das verbindet. So Yu-Gi-Oh! So ein Trading Card Game für diejenigen, die es nicht kennen. Ist sehr, sehr aufwendig, ne? Sehr, sehr strategisch angehaucht. Ja? Und das Schöne ist, dass es eigentlich so vielfältig ist. Ne? So jeder kann so ein bisschen seine Monster, seine Karten so kreieren, wie es möchte. Das ist richtig. Ich habe ja auch damals mit der Serie angefangen gehabt und dann so das erste Starterdeck auch noch gehabt. Und dann kam dann irgendwann auch die lange Pause. Und dann ist auch ein Spiel, wo ich immer sage, das spiele ich seit 10 Jahren. Okay. Auch wirklich sehr gerne. Ja. Auch heute noch, deswegen bin ich ja heute noch hier. Und auch immer wieder schön, wie sich das Spiel ja auch noch entwickelt an sich. Mhm. Und dass die Community auch immer weiter wächst und dass wir auch immer eine größere Spannweite von Spielern noch haben. Das stimmt, das stimmt. Und das muss man auch dazu sagen, wenn ihr seht es auch, es ist, verbindet jung und alt. Ne? Wir haben Spieler aller Altersklassen, ne? Von Kindern, ich sag mal ab 10 aufwärts, ja, bis den 45. Familienpapa, der hier sitzt und einfach so ein bisschen chillt und einfach so ein bisschen Nostalgie genießt, wie der Yusuf es so schön gesagt hat. Weil halt viele, viele Spiele ja schon von Anfang an dabei sind. Wir sind mit der Anime-Serie aufgewachsen, dann kam irgendwann das Spiel, dann hat man das Spiel gespielt. Und dadurch, dass Konami natürlich super aktiv ist, um dieses Spiel weiterzuentwickeln, gibt es ja auch fast jeden Monat eigentlich irgendwie neue Decks, neue Release. Ne? Also von daher Wahnsinn, was wir da... Das ist richtig. Es kommen auch immer wieder neuen Stuff auch noch, auch eine Aufmischung von alten Sachen, ja. Was auch zum Beispiel nach über 5 Jahren nicht mehr rausgedruckt wurde. Wenn du jetzt beschreiben müsstest, was reizt dich denn am meisten an Yu-Gi-Oh!, was würdest du da sagen? Ich glaube, der Anreiz einfach daran, mit den Leuten zu spielen und auch, worauf du auch mit Decks auch noch, worauf du auch wirklich Bock hast. Und auch immer wieder auch was Neues zu entdecken. Ja. Sei es jetzt aus Interesse halber wegen dem Effekten, wegen der Engine, wegen den Archetype an sich. Oder einfach weil die Karten einfach cool aussehen, wo ich auch mal sage, yo, das will ich jetzt mal spielen, darauf habe ich mal Bock. Und es macht auch immer hin und wieder Spaß. Was würdest du jemand raten, der jetzt von außen irgendwie Lust hat, mal da anzufangen, so Yu-Gi-Oh! Kennenzulernen? Es kommt auch immer darauf an, wie man das sagen möchte. Möchte man das jetzt ja digital machen oder wirklich mit richtigen Karten? Ja. Da kann man sich ja Folgendes aussuchen. Man kann ja auch über Master Reader das zum Beispiel spielen, das offizielle Spiel von Konami. Man kann ja auch mit Freunden sich mal treffen, einfach mal so mal eine Runde zu spielen. Es gibt ja auch noch immer genügend Produkte, bis man dann sagt, yo, ich habe jetzt meinen eigenen Spielstil dann gefunden. Und dass man sich dann irgendwann noch selber mal traut, dann zu sagen, ich komme mal auf Locals, ich schau mal, wie die Star ist. Auch wirklich mal an sich immer diese Experience zu machen, diese Erfahrung halt zu sagen. Ja. Dir viel Erfolg auf jeden Fall weiterhin. Danke, danke für das Interview, ja? Ja. Mach's gut. So, jetzt Charity-Event vorbei hier bei Opel Props. War ein cooles Event. Jetzt haben wir hier noch einen anderen Interviewpartner. Hi, ich bin der Danny. Hat es dir Spaß gemacht, das Turnier? Ja, war mega super. Alles top organisiert, wirklich. Ja, du bist da öfters hier, so ein bisschen beim Yu-Gi-Oh! Spielen. Ne? Bist du auch schon lange, lange Jahre dabei wahrscheinlich. Ja, es geht. Also ich habe lange Pause gemacht. Ich war seit den Anfängen dabei, 2002. Als es in Europa rauskam, dann habe ich aber 2010 pausiert, bis jetzt zur Corona-Zeit, dann da habe ich wieder angefangen und jetzt bin ich wieder voll drin auf Turnieren und so weiter. Man merkt auch leider, dass er ein bisschen erfahrener Spieler ist. Ja? Es ist nicht so ganz einfach, an ihm vorbeizukommen. Also der ein oder andere leidet da doch. Ja, und war ein cooler Mix heute eigentlich zu diesem Charity-Event. Fand ich cool. Also ich meine, Konami lässt sich da auch nicht lumpen. Das ist schon mega, einfach so die Aktion überhaupt an sich, dass man wirklich für Bedürftige sammelt. Ja, generell vom Turnierformat war es gut. Also eigentlich wie Locals, nur mit dem Hintergedanken halt für einen guten Zweck dann auch zu spielen. Super Leute, alle nett. Wir haben auch alle Spaß gehabt, auch wenn man verliert. Ja.
Der hast Spaß du, ist immer da. Genau, hast du alle Matches heute gewonnen, die nee. Du gemacht hast? Nee. Okay. Ich hab zwei verloren schon. Was würdest du denn Anfängern raten, wenn jetzt jemand sagt, so, boah, ich interessiere mich total für Yu-Gi-Oh! Und ich finde aber einfach nicht den Weg hinein? Also der erste Weg natürlich Freunde, mit Freunden spielen, wenn die spielen, einfach dazu setzen, gucken, das Spiel verstehen. Und was jetzt auch geholfen hat, sind zum Beispiel Simulatoren. Mhm. Spiele online, Master Duel zum Beispiel von Konami auch. Da lernt man die Interaktion auch relativ gut, weil da muss man nicht alles selbst machen. Da sieht man auch, was geht nicht, welche Karten hat man und wie sind da die Interaktionen. Und gerade bei Master Duel gibt es auch viele Tutorials, die man da machen kann. Natürlich auch viel auf Locals gehen zum Beispiel. Einfach mal, selbst wenn man alles verliert, dann lernt man dazu. Und so war das bei mir am Anfang auch. Ja, Man verliert viel, aber man lernt viel und dann. Ich erinnere mich dran, so war es bei mir auch. Oftmals, genau. Aber dadurch wächst man, dadurch entwickelt man sich selber weiter. Ist halt natürlich schon im ersten Moment frustrierend, aber das spornt einen ja auch so in gewisser Weise an. Ja. Ja? Vielen, vielen Dank. Dann das heißt, ich sehe dich demnächst wieder beim nächsten Turnier. Ja. Nee, super. Und wenn ihr auch mal vorbeikommen wollt beim nächsten Event, einfach Opleprops auf die Website gehen. Im Eventkalender seht ihr immer die nächsten Termine, wenn wir hier wieder zusammen sind und ein bisschen Yu-Gi-Oh! Gemeinsam spielen. Ja. Danke dir. Bis fürs Interview. So, und jetzt sind wir hier bei der Lebenshilfe und guck mal hier, sauber verpackt, natürlich alle Dosen, alle Preise, die jetzt hier an die Lebenshilfe gehen. Und jetzt gehe ich doch gerade mal rein und sag mal hallo. Wir haben hier die Preise schon auf dem Tisch hier, alles was erspielt wurde beim Charity Event. Die Leute sind schon total happy und freuen sich über das, was jetzt hier ihnen zugute kommt. Und jetzt frage ich doch gerade auch mal hier die Heimleitung, richtig? Gell? Die Frau Wolpert. Was ist denn eigentlich die Lebenshilfe und was wird hier gemacht? Also die Lebenshilfe ist ursprünglich ein Verein, der sich stark gemacht hat für Menschen mit Behinderung. Und die sind inzwischen bundesweit riesig groß geworden. Und wir Lebenshilfe Ludwigsburg haben inzwischen zwei besondere Wohnformen. Und jetzt sind wir in besondere Wohnformen in Bietigheim gelandet. Hier leben 47 Menschen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Jedes Alter dann auch? Also jedes Alter, oder? Wir haben so irgendwie 40 plus, oder? Haben wir inzwischen. Ja, und Rentner haben wir auch. Rentner haben wir auch. Okay. Also die Leute, die werden hier auch älter, dürfen hier älter werden. Ja, genau. Das ist super schön. Und jetzt haben sie noch genug zu essen. Ja, das freut. Für die nächste Woche wahrscheinlich. Das ist auch die Kreativität von den Dosen, ist auch echt groß. Ja. Also hier haben wir zufällig jetzt Ravioli. Aber Suppen gibt es, Bohnen gibt es. Ja Mensch, dann auf jeden Fall ein ganz herzliches Dank im Prinzip an alle Spieler, ja, die bei unserem Charity-Event dann vor Ort waren und dann mitgespielt haben. Okay. Ich glaube, das war Ludwigsburg. Ah. Genau. Da haben wir einen Laden und da machen wir einmal die Woche quasi ein Turnier und das war so ein Special halt, so ein Charity-Weihnachts-Special. So hieß das. Also würde mich gern anschließen, gell, mit dem Dank, dass wir das natürlich toll finden, weil wir sind ja die Nutznießer jetzt hier davon. Gell. Also es ist natürlich großartig. Fall. Genau. So. Was möchtest du noch sagen? Ja, VfB-Fee. Das ich sage, ja, Gruß für die Enke oben. Das ist total lieb. Nehmen wir gerne so mit. Ne? Ja. Perfekt. Nee, freut mich auf jeden Fall. Ich denke, dieses Jahr werden wir bestimmt wieder eins machen. Also und von daher werden wir dann wieder an euch denken hier. Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn das einfach auch einer guten Sache dann zugute kommt und ihr was davon habt. Ja, dann ist man, nicht also erstens, man macht ja dann irgendwie, also das ist natürlich toll, die Auswahl. Sie haben es vorhin schon gemerkt, eine Bewohnerin hat sich schon an die Lieblingsdose stipiziert und ist dann auf und davon. Ja. Und zweitens, dann haben wir hier Möglichkeiten, dafür haben wir dann wieder das Budget, was wir zur Verfügung haben, erweitert sich dann und dann können wir uns auch mal was Besseres kaufen, gell? Oder ein Stückle Kuchen oder irgendwas. Also das ist echt, also ist ich finde es eine geniale Idee. Also Dankeschön. Ja, danke auch, dass wir euch beschenken durften. Ja, gern. Wir lassen uns gern beschenken. Ist, ja. Mit Essen sowieso. Das ist dann lasst es euch gut gehen. Eine gute Zeit hier weiterhin und ja, vielleicht sehen wir uns in einem Jahr. Ja, das wäre schön. Herzlichen Dank. Danke auch. So ihr Lieben, hier machen wir Schluss. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Euer Marc von Opleprops.